So, hier nochmal ein kleiner Blick aufs BIOS vom Vostro 320 von Dell. In den Systeminformationen wird halt angegeben, was wir für einen Prozessor drin haben. Dual-Core CPU E5400 Pentium mit 2,7 GHz. 2 MB Level 2 Cache. 2 GB eingebauten Speicher. 800, der mit 800 MHz Geschwindigkeit läuft. Im Single-Channel-Mode und so weiter. Unter Main kann man wie gehabt die Systemzeit einstellen, das Datum und so weiter. Und was für Platten hier vorhanden sind, wird dann noch angezeigt. Unter Advanced gab es soweit eigentlich auch nichts Besonderes, außer dass man hier vielleicht nochmal sieht, bei den Peripherals, dass man hier zum Beispiel einen seriellen Port hat und einen parallelen Port. Auf welchen, in welchem Modus der läuft, der parallele Port. Hier auch nochmal 1394 IEEE. Wie erwähnt, die üblichen Power Management Features und die übliche Einstellung für die Bootreihenfolge. Hier unten kann nochmal aufgelistet werden, welche Devices vorhanden sind, welche Laufwerke vorhanden sind. Nichts Besonderes soweit, was man hier einstellen kann, das können wir schlicht und einfach wieder verlassen. Ich, wie gesagt, begebe mich dann an das Windows-Update. Danke, tschüss.